Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuesten alten EP Demon's Souls. Also Demon's Souls, das Remaster oder Remake oder wie man es jetzt benennen möchte halt. Wir fangen ein neues Spiel an, wir gehen aus bestimmten Gründen offline, die erkläre ich gleich im Spiel selber. Ich bin, theoretisch müsste da speckig sein, aber das gibt's nicht. Von daher, sagen wir mal, was soll's? Der Kombinator, ja, das ist eine gute Idee. Ich war gerade überlegen, ob ich das... Ich bin ziemlich sicher, mein normaler Charakter ist der Kombi, aber der Kombinator hat was. So, Demon's Souls. Habe ich damals auf der PS3 gespielt. Mit einer der ersten Deutschen. Da bin ich noch mehr oder minder stolz drauf, in Anführungszeichen. Weil das war schon ziemlich cool. Naja, und jetzt haben wir halt das Spiel hier. Das stinknormale Demon's Souls. Nochmal in HD, aber gut, mit ein paar kleinen Änderungen. Aber wirklich kleinen Änderungen. Naja, anyway. Das sind so die Klassen, die es gibt. Der Wanderer ist zum Beispiel recht schnell. Und ist eine nette Klasse. Wir nehmen einfach den Wanderer. Als Startgeschenk nehmen wir aus bestimmten Gründen den Augit der Führung. Ich meine, das müsste der sein, Augit der Führung. Also der Grund, warum ich den nehme, ist relativ simpel. Er ist neu in diesen Casual. Yeah. Stimme, ganz wichtig. Aussehen. Na, hier Standardtyp mit Wunden im Gesicht passt. Indem er die Macht der Seelen kanalisierte, brachte König Aland der XII. Seinem Königreich im Norden, Oletaria, beispiellosen Wohlstand. Bis zu dem Tag, als dichter, farbloser Nebel über das ganze Land fiel. Oletaria wurde von der Außenwelt abgeschnitten. Und wer sich in den dichten Nebel hineinwagte, ward nie mehr gesehen. Doch Velafex von den königlichen Zwillingsfängen konnte dem Nebel entkommen und klagte der Welt Oletarias Leid. Dass der alte König Aland das Uralte erweckt hatte, die gigantische Bestie, die unter dem Nexus in ewigem Schlaf lag, und dass ein farbloser Nebel gekommen war, der schreckliche Dämonen entfesselte. Die Dämonen machen Jagd auf Menschen und stehlen ihre Seelen. Wer seine Seele verliert, verliert auch den Verstand. Wahnsinn greift um sich und das Chaos regiert. Velafex sprach auch von der verführerischen Macht der Dämonenseelen. Verleibt sich ein Dämon eine menschliche Seele ein, wird seine eigene Seele durch ihre Lebenskraft gestärkt. Und die Macht einer ausgewachsenen Dämonenseele übersteigt jede Vorstellungskraft. Die Legende sprach sich herum. Starke Krieger, den Verlockungen erlegen, wagten sich durch den Riss in das verfluchte Land. Doch keiner kehrte zurück. Jor von den Zwillingsfängen. Jod, der stumme Häuptling. Sankt Urbain. Skurver, der Vagabund. Die sechste heilige Astraea mit ihrem Ritter Garl Winland. Und Freyk, der weise Hellseher. Der farblose, dichte Nebel verbreitet sich langsam über Boletaria hinaus. Die Menschheit blickt ihrer schleichenden Ausrottung entgegen. Der dichte Nebel wird eines Tages unsere ganze Welt verschlungen haben. Doch Boletaria hat noch eine Hoffnung.
einen einsamen Krieger, der dem tödlichen Nebel getrotzt hat. Wird er das Land erlösen oder nur ein weiterer Sklave der Dämonen sein? Okay, und weil ich natürlich den falschen Ring oder das falsche Item ausgesucht habe, darf ich jetzt nochmal neu starten. Fängt gut an. Okay, keine Ahnung, warum ich darauf kam, dass der Ogit der Führung überhaupt ein Ring ist. Nehmt den Ring. Ganz einfach. Ist deutlich einfacher, als den später einzutauschen. Und da wir für ein Achievement 30 Ringe brauchen, lege ich es euch ans Herz, einfach das so zu machen. Ich werde euch zum Riss führen. So dass ihr das Uralte wieder in Schlaf versetzen könnt. Naja. Ich nenne das hier Klein Timmys in den Brunnen gefallen und komische Frau redet mit ihm. Genau. Nimmt den Ring der Gunst, erhöht die Chance, Gegenstände zu finden, ist deutlich einfacher als, also in Kurzform eine Bosswaffe herzustellen und die dann einzutauschen, damit man, ich meine, das müsste eine Bosswaffe sein, um die dann, gegen den Ring später einzutauschen. Ansonsten, das Spiel erklärt sich mehr oder minder von selbst. Weil wir den Wanderer genommen haben, haben wir eine vernünftige Ausweichrolle. Mit R1 schlagen wir zu, mit R2 machen wir einen großen Schlag, Dreieck ist zweihändig führen. L2 wäre Parry, L1 ist ein Schild gedrückt halten, Kreis ist ausweichen, wenn wir stillstehen bleiben, ist es nach hinten hüppen. Viereck ist ein Item auswählen, rechts und links wählt die Items hier aus, oben wäre oben und unten ist unten, ganz einfach. Man kann Nachrichten lesen, aber das ist das Tutorial, das habe ich euch gerade selber gegeben. Hier haben wir unseren ersten Gegner. Okay. Ich war am Warten, ob er mich vielleicht angreifen will oder nicht, aber irgendwie... Wenn alles so klappt, wie ich das möchte, wird dieses Spiel entweder von mir episodisch hochgeladen, also... Jetzt zum Beispiel Reise in den Nexus, ne? Weil jetzt reisen wir halt in den Nexus. Haben wir ja mitgekriegt. Als nächstes wäre es dann vielleicht sowas wie Boss 1, 2, 3, 4, 5, ne? Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au. Mein Schlag kam zu spät, was soll ich sagen? Der Geist, den wir da gerade gesehen haben, wäre rein theoretisch, wenn ich online spielen würde, ein anderer Charakter. So müsste es eigentlich ein voreingestellter Geist sein, also ein anderer Spieler, der hier durch die Gegend läuft. Also das da. So ist es, glaube ich, nur in manchen Ortschaften wird mir gezeigt, wo ich theoretisch hin soll und oder eben auch nicht. Ja. Anders als in Dark Souls und Dark Souls. Eigentlich nur Dark Souls. In Bloodborne theoretisch auch, aber anders als in diesen beiden Spielen haben wir hier in diesen Spielen, ich sag mal, nur... Achso, stimmt, das gab's auch noch. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo im normalen Spiel nochmal wichtig wird, aber... Ja, man kann über Geländer springen. Das hatte ich wieder komplett vergessen. Wahrscheinlich kommt's eben deswegen gar nicht vor. Und dass ich's vergessen habe, ist stinknormal. Naja, anyway. Ja, der Nexus ist hier, oder die Reise in den Nexus, was wir hier gerade spielen, ist halt so ein One-Time-Only-Ding. Wir kommen hier nie wieder hin. Das heißt, im Umkehrschluss tatsächlich allerdings auch, hier gibt es keine Items, die wichtig wären,
wenn es um 100% geht oder Platin-Trophäe oder was auch immer, sucht euch aus, was für euch 100% in einem Dark Souls-Spiel ist. Ja, das Ding hier kann man benutzen. Eigentlich ist das ein Reisepunkt hier, es ist der Weg weiter hinein in das schöne Gemäuerchen hier. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Au, au, au. Da war mein Parry. Ich bin nicht, das sage ich an dieser Stelle, aber ich bin nicht dafür bekannt, dass ich gut parieren kann. Ich bin nicht dafür bekannt, in diesem Spiel viel Magie zu benutzen. Wir werden es vielleicht in diesem Spiel mal öfter sehen, vielleicht auch nicht. Ich möchte manchmal denken, ich hätte mich weiterentwickelt, aber das könnte auch einfach eine Lüge sein, ich weiß es nicht. Das ist ein wunderschöner Backstep, von dem man nicht wirklich viel sieht, weil ich ihn hier mehr oder minder an der Wand durchgeführt habe. Aber es war ein Backstep. Und ja, auch die sind praktische, schöne Dinge. Man kann sie allerdings auch tatsächlich parieren, das funktioniert auch. Also ich finde parieren bei menschlichen Gegnern, ich meine, Spoiler-Alarm, aber es ist Demon's Souls und nicht Human's Souls. Parieren bei menschlichen Gegnern kein Thema. Ich sehe ein Schwert, ich weiß, ich kann parieren. Das heißt natürlich auch, wenn ich PvP spielen würde, was ich gar nicht tue. Weil es mich nicht interessiert, wo man merkt. Manche lieben es, ich habe mir die Online-Trophäen geholt und habe es dann nie wieder angefasst. Na, aber zur Thematik Trophäen werde ich immer wieder an wichtigen Stellen was sagen. Na, also wenn ihr die Chance habt, eine Trophäe zu holen, werde ich es euch sagen. Ich werde euch informieren sozusagen. Anyway. Wir nähern uns dem Ende des Tutorial-Gebiets. Und wenn alles so klappt, wie ich das gerne hätte, dann werde ich euch das... Ich will es vorsichtig mal geheime Intro oder das geheime Geheimnis, ja, das ist auch schön. Werde ich euch präsentieren. Wie schon damals, also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es in meinem PS3 Run damals auch gemacht. Das hat sich nicht verändert. Der Punkt ist, wir haben jetzt hier oben unseren ersten Boss. Ja, bevor ich reingehe, laber ich mal kurz mit euch. Da oben ist der erste Boss. Oder da drin ist der erste Boss. Und schlagen wir diesen Boss, was, sagen wir mal, nicht unbedingt vorgesehen ist, dass man es machen soll oder kann oder wie auch immer. Schlagen wir diesen besagten ersten Boss, dann erreichen wir ein kleines geheimes Gebiet, wo es ein paar Goodies gibt, eine kleine Cutscene und dann startet das Spiel erst. Nur, wie gesagt, erster Boss kann ziemlich wehtun. Wichtig ist, dass wir hinter ihn kommen. Ich weiß, schockierend, ne? In einem Spiel, wo man solche Gegner hat. Ist hinter einem Gegner kommen, das, was man möchte. Weil der Vorhut-Dämon, ja, der hat es nicht so mit sich umdrehen. Aber schon wunderschön anzusehen, die Schwapplichkeit in all ihrem Antlitz, in ihrer Schönheit. Natürlich ein bisschen ärgerlich, dass er sich gerade hier die ganze Zeit zur Wand dreht. Weil es dann halt schwerer ist, hinter ihm zu bleiben, aber naja. Man könnte auch optional, ist natürlich auch so eine Sache, man kann optional die, ich glaube, schwarze Feuerbomben hieß das Ding, sich als Geschenk mitnehmen.
Funktionierte schon in Dark Souls, funktioniert auch hier rein theoretisch ganz gut. Aber wie gesagt, aus speziellen Gründen empfehle ich euch eher... Ja, wollte schon sagen, das kann der eigentlich auch, hat er aber bisher noch nicht gemacht. Empfehle ich euch, wie gesagt, trotzdem den Ring. Das macht alles ein bisschen angenehmer hintenrum. Ich weiß, ich sollte nicht von hintenrum reden, während wir auf den Hintern eines großen bösen Dämon einprügeln. No-Hit-Kommi. Ich sag ja, der Kombinator. Anyway. Na, Dämon besiegt, du erhältst eine Dämonenseele und Macht, die alles Menschliche übersteigt. Die Dämonenseele sammelt sich hier. Da drüben ist einer am Rumfuchteln. Oder in der Theorie einer am Rumfuchteln. Wir erhalten dafür unter anderem auch die graue Dämonenseele. Gibt keinen großen vernünftigen Flavortext, außer dass es die Seele eines Vorhutdämons ist. Und ja, dann teleportieren wir uns hier rein und landen in einem unbekannten Ausgang. Und wie gesagt, das ist dieses Geheimnis, wo Leute jetzt im Remaster diese ganzen... Ja, was soll ich sagen? Angeblichen Geheimnisvideos hochladen, wo ich mir denke, ja, das kennt man schon von früher. Ja, mein Eisenhelm, wenn ich das nehme, ist noch okay, bin ich noch nicht zu langsam. Was das heißt, ist relativ simpel. Sobald wir einen Ausrüstungswert über 50 erreichen, rollen wir langsam und langsam rollen ist scheiße. Theoretisch. Aber man ist halt ein Tank dann eher. Ich und mein Kumpel, der große, böse Drache. Was natürlich, muss ich ja erwähnen, was an der PS5 ziemlich cool ist, ne? Der ganze Controller vibriert mit, während der da am Brüllen ist. Das ist schon eine richtig coole Sache. Kann ich nicht abschreiten. Aber ja, diese ganzen Videos, ah ja, hier, Geheimnis, bla blub, ja, das gab es halt schon damals. Ist nichts Neues. Aber alle Leute gucken halt jetzt natürlich das Remake an, ne? Naja. Wir bekommen Hartsteinscherben, Scharfsteinscherben. Seele eines angesehenen Kriegers, Seele eines angesehenen Kriegers und Seele eines angesehenen Kriegers. Und ja, guckt man den nochmal in seiner ganzen Größe, man sieht die Seele sogar vibrieren, oder zumindest kommt es mir so vor. Jumpscare! Gut, dass ich meinen Kopf geschützt habe, ne? Das hätte schon das Gesicht echt entstellt. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Dies ist der Nexus. Er hält den Norden Boletarias zusammen. Ihr könnt den Nexus nicht verlassen, aber die 5 Keilsteine führen euch in die äußeren Länder. Tja, tja, tja. Du bist gestorben! Dammit! Deine Seele ist im Nexus gefangen. Verdammt! Außerdem es keinen drinnen gibt. Aua. Indem du jedoch Dämonenseelen erbeutest, kannst du deinen Körper wieder erlangen. Und wir erhalten die Nexus-Bindung. Die Nexus-Bindung ist ein stinknormales Item. Seelen aufgeben und zum Nexus zurückkehren. Das Zeichen derer, die im Nexus gefangen sind. Der Träger dieses Sieges ist an den Nexus gebunden und niemals frei, nicht einmal im Tode. Wenn der Körper stirbt, bleibt die Seele gefangen. Die Nexus-Bindung schickt den Benutzer in den Nexus zurück, doch sämtliche gesammelten Seelen gehen dabei verloren. Also wenn ich ihn benutzen würde, ich bin mir ziemlich sicher, ich kann es sogar, während ich hier stehe,
dann verliere ich meine 668 gesammelten Seelen. Das ist doof. Außerdem, man beachte meine HP. Sind jetzt geringer als vorher. Das ist so eine Nebensächlichkeit der Seelenvariante hier. Ja, okay, hier steht einfach 286. Ist auch egal. Wir hätten theoretisch mehr, haben wir jetzt halt nicht mehr, dumm gelaufen. Ganz einfach dumm gelaufen. Anyway, das war's für den ersten Part von Let's... Ich könnte sagen Replay. Let's Replay Demon's Souls als Remake. Naja, ne? Let's Play Demon's Souls Remake. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal erkunden wir den Nexus und gehen zu diesem Kalkstein da drüben, weil die anderen einfach nicht aktiv sind. Von daher bleibt nur das Ding da. Das war's für heute von Max und Monika hier bei Dark Chronicle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, macht die YouTube-üblichen Dinge. Und an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei meinem Patreon Paar88, Snowvillier und Markenklerika für ihre Unterstützung bei Patreon. Vielen Dank dafür und wir sehen uns alle beim nächsten Mal.